Herzlich willkommen zum neuesten. Was spielen wir hier eigentlich? Ach so, The Dark Pictures, Little Cock, Anthology. Mit Sparta Wars, meiner Wenigkeit, und das ist schon der dritte Versuch. Und jetzt gehen wir rein. Also der dritte Versuch, weil ich wollte was testen. Sparta kann sein Maul nicht halten. Und jetzt macht er Schnick, Schnack, Schnuck mit sich selber vor dem Mikrofon. Okay. Du darfst wieder sprechen. Ja, ich habe gerade nur ein bisschen Bild. Und DJ Johnson. Wollen, was du da für Scheiß erzählst. Okay. Christian, hier wird sich gar nicht geschminkt und ich habe mich noch nie geschminkt. Wir haben gesagt, wir reden da nie wieder drüber. Pflichtaufgabe. Nix Pflichtaufgabe, kannst du vergessen. Wenn du mir das als Pflichtaufgabe gibst, dann stehe ich Freitag bei vor deiner Haustür. Oh, da freut sich Jonathan. Ich hab's Wochenende eh nicht vor, also. Du musst auch. Ach nee, ich musste bereit sein. Ja, siehst du, dann fahre ich, mit Lea erstmal Chili con Carne essen richtig ordentlich und dann kommen wir dich besuchen. Warte mal ab. So. Dann läuft. Also ich muss echt sagen, mit WLAN und den Dings der Bums-Einstellung funktioniert das äußerst perfekt. Ich bin gerade echt geflasht, wie schnell das hier wieder geht. Ich danke für dein Interesse. Ach, ich bin ja der Lehrer gestrichen. So. Wieso kam bei Ausrufezeichen Sparta nicht? Hatten wir da nicht? Gehen wir mal langsam wieder in die Materie rein. Ja. Gusthaus. Gewesen. Anthologie. Sag mal, bist du überhaupt im Spiel mit drin? Ich hab mich mal als Frau verkleidet, richtig fett geschminkt, Perücke aufgesetzt. Wir haben lustige, sexy Bilder gemacht. Da wollte ich einen Instagram-Account auch Spaß machen und jemanden verarschen. Und deswegen habe ich mich Dirty Twisher genannt. Boom, jetzt ist es raus. Meine Tochter haben immer noch die Bilder, schicken sie mir regelmäßig und ziehen mich damit auf. Und ich schäme mich dafür, weil ich total widerlich aussehe. Aber richtig widerlich. Ist schon, ey. So, jetzt kann ich. Wo zur Hölle ist der Busfahrer? Wie sollen wir in diesem Nebel den Fahrer finden? Der Fake-Busfahrer. Der was? Der Fake-Busfahrer. Wo ist er hin? Welcher Fake-Busfahrer? Na, unser Fake-Busfahrer hier. Fake-Taxi. The Witch of Edmund. Jona, was hältst du davon? Da brauchen wir aber, wie gesagt, eine Szene dafür. Wir hatten ja sowieso schon mal ein Tournament geplant. Sparta vs. Ermix. So, man kann das Sparta vs. Ermix, das war ja mit Teams geplant, mit Ready und so. Mit Mario Kart und so. Wir können natürlich auch Sparta vs. Ermix machen, Wettfressen oder Wetttrinken, bis einer kotzen muss oder so. Das geht auch zu zweit. Ja. Das ist eine Idee. Das können wir aufnehmen und bei YouTube hochladen. Mhm. Natürlich. Man nie streamen. Scheiße auf Aiden vs. Simon, jetzt kommen Ermix und Sparta. Richtig, natürlich. Das wird geil. Ich habe auch richtig krasse Ideen. Zum Beispiel, ich komme mal nach Dresden vorbei, ne? Du fährst mich mit deinem Auto an, ich fahre dich mit meinem Auto an. Geschichte und wir gucken, wer danach schneller aufstehen kann. Das erklärt wohl das mit den altmodischen Klamotten. Also das Genre, das ist gar kein Ende. Ein Geschichtsverein? Ich weiß. Gut, du vergisst eins. Ermex hat viele Autos. Ja, eins von seinen vielen. Stell dir mal vor, ich fahr das erste Auto kaputt, sag Jonas, steh mal hinter der nächsten Ecke mit dem zweiten Auto, Sparta steigt aus dem ersten Auto. Und ich überfahre mit meinem zweiten und sag, gewonnen. Und für den Rest kann man sich LKWs mieten. Scheiße. Oh, was kommt jetzt? Ah, ne, okay, jetzt irgendjemand beobachtet uns, oder? Oh, das ist doch die kleine Schlampe hier wieder. Ja, das wäre doch mal. Gibt's bei dir nicht hier irgendwie sowas hier, was weiß ich, irgendwo in der Nähe Ermex hier, was weiß ich, ein Kilo Burger? Da vorne Kilo ist irgendwas. Ja, ja, gibt's noch. Schärfste Currywurst der Welt. Gibt's bei Nennt sich Elkos. Ja, sowas, genau. Ich komme zu dir nach Dresden. Wir treffen uns da an dieser Currywurst-Butze und dann. Da komm nicht mit, ich film das. Wer stirbt, hat verloren. Stirbt. Wie recht du hast. Tatsächlich hast du dieselben Ideen
Frag Jona, ungesehen von Schaut mir. Mal. Dieselben Ideen, die ich auch schon hatte. Halt. Für uns beide. Ja. Stopp! Ja, das war eine 45 Minuten Sprachnachricht. Das ist Liebe. Wisst ihr was? Das erinnert mich an alle Horrorfilme, die ich kenne. Wow! Oh. Da steht sie. Was machen wir jetzt? Die im Busch gehockt hat. Aber nicht in ihrem eigenen Busch. Und da es eine erwachsene Hexe ist, hat sie einen eigenen Busch. Selbstsicher? Ich regel das. Natürlich regel ich das. Ich gehe hin zu der Bitch. Ihr bleibt hier. Ihr bleibt hier. Ich bin mal gespannt, wie die überlegen. Man sollte eine Abstimmung eigentlich machen. Der Typ sieht aus wie Harry Potter. Sparta, was trifft einen entscheiden? Wir sollten eigentlich eine Abstimmung im Chat machen, wie viele Leute, was der Chat denkt, wie viele Leute überleben werden dieses Mal. Hier, verständnisvoll. Warte, ich komme mit dir. Wir schließen Wetten ab. Hier, guck mal, die Milf begleitet dich. Jetzt geht's los, mein Boy. Vincent? Und wer hat die Wette gewinnt, der kriegt ein Abo geschenkt. Hey, ihr zwei! Für den jeweiligen Kanal. Das ist nicht gut. Ich weiß es noch nicht. Konfrontier das Mädchen, los. Komm, Sparta, wir müssen dorthin. Meine Taschenlampe brennt. Meine Taschenlampe brennt. Na gut, nee, die brennt nicht mehr. Oh, ich bin ganz dicht hinter dir, keine Sorge. Ey, jetzt ist es dunkel. Ich sehe nichts mehr. Oh, dort ist sie wieder. Hey! Sieh du dich? Hallo? Hey! Was zum... Zahn! Da rutscht mir deiner Riem aus dem Bademann raus. Wer sind sie? Was machen sie hier? Das sind düstere Zeiten. Halt! Warten Sie! Fort von mir! Fort von mir! Du klangst schon aus dem Arm raus. Nein, wir haben 2023. Verschwinde, du Monster! Sofort! Hinfort, Dämon! Ich lasse mich nicht verhexen. Ich flehe euch an, Herr. Vertreibt diese Erscheinungen. Wo zur Hölle sind wir? Was ist hier los? Ich habe genug von euch, Ungläubiger. Ich überlege, Sparta, ob ich von uns beten. Jeweils immer dasselbe. Sabrina Buh? Gehen wir in die Stadt. Was? Das ist nicht mehr weit. Aber in unserer Pampnis unsere Beten pressen, in links, in rechts, aber wo wir dieselbe reinmachen. Ich hab schon ein gutes Bild, was du nehmen kannst. Überhaupt ja, nichts ist okay. Mikro und auf Schnauze, ich hab Angst, und so. Bin verwirrt und hab mich gerade selbst im Nebel gesehen. Was ist da drin passiert? Die Frau im Nebel kam wie aus dem Nichts und sah wie jemand aus Salem aus. Sie brabbelte etwas in einem Dialekt, den ich noch nie gehört habe. Nee, und die Krönung... Panzer? Sie sah genauso aus wie ich. Aber wie ist das möglich? Ich hatte gerade du musst dich gleich so überreagieren, Angela. Das war's dann für mich. Sabrina Buh, scheint wer ist denn Sabrina unser Buh? Nebel nirgendwo hin. Außer mitten ins Stadtzentrum. Der Nebel entscheidet, wohin wir gehen dürfen? Scheiß drauf. Ich gehe woanders lang. Dieses dumme Kind. Nee. Schaut ihr denn keine Horrorfilme? Nie Trennung. Horrorfilme sind dumm. Ich gehe hier lang, ohne euch. Vielleicht ist das keine gute Idee, Taylor. Ich gehe da auf keinen Fall. Was ist das denn? Ich gehe mit John. Hey, was hat jetzt hier so geknallt? Musste ihn fahren lassen, Entschuldigung. Scheit bei mir. Taylor hat recht. Wirklich? Du gehst mit ihr? Okay, denn diese Idee gefällt mir nicht. Irre? Überhaupt nicht. Ich gehe mit Taylor. Es ist nicht sicher, wenn du hier alleine bleibst. Zwei Teams finden leicht einen Ausweg. Und das wollen wir doch alle, oder? Du hast wohl recht. Wenn es der Nebel zulässt und ihr Hilfe findet, schickt sie in die Stadt, zu uns. Ach, ihr Intelligenzbissel, gib mal durch den Nebel. Hat ja nur du und ich, Junge. Natürlich trennen wir uns. Ich habe extra gesagt, guck dir keine Horrorfilme, aber die Strichen haben wir nicht auf uns gehört. Ach, das ist hier der Jonah im Hintergrund. Der hat da so ein Soundboard am Laufen.
Das Game erinnert mich vom Konzept her ein bisschen an The Carry, wo man auch Entscheidungen treffen muss, wie hier. Ja, das Spiel habe ich hier sogar noch liegen, da suche ich mir sogar noch einen zweiten Spielpartner. Du hast etwas gesehen. Das merke ich doch. War das jetzt ein Spiel? Ich will diesen ja, das wollte ich auch schon immer spielen, das gerade im Angebot schlüpft sogar. Ja, dann hol's dir, können wir gleich nach der Reihe machen. Oh! Der Kirby kann man bis zu 7 spielen, wollte ich bloß mal sagen. Naja, das Spiel hier kann man nur zu 5 spielen, haben wir gedacht. Also bei der Kirby geht's sogar. Was, zu 4? Zu 7. Zu 7? Ja. Ja, siehst du, da können doch mal ein paar Leute suchen. Halt, aber bestimmt halt, gar nicht. Halt. Uni 4. Aha. Ja, 4er. Ist doch gut. Und Crossplay das oder? Ach nee, du hast ja ohne PS5 zu tun. Ich will schon Land in dieser gottverlassenen Stadt. Ja, die PlayStation ist gerade umgesteckt. Du musst dich heute mal umstecken. Da guck doch mal, ob Crossplay geht, da kannst du es auf PC holen. Oh, hier leuchtet nicht, irgendwas. Brauche ich nie für PC. Ein Bums. Du bist jetzt ganz weg, ne? Nee. Also, ja, wo bist denn du? Du bist von den Getrennten. Du hast dich von mir getrennt. Ja. Ja. Du hattest ja wieder extra Wünsche. Du musstest ja durch den Nebel gehen. Oh! Hä? Süßi! Ich sehe hier ein Hinkelbein. John Winkleman? Irgendwas kommt mir hinterher. Warum die Schule wohl geschlossen ist? War das ein Geräusch? Vergiss das mal. Selbst wenn du es schaffst, ich werde dir nicht folgen. Gilt für uns beide. Der gute Arnie. Verschwinden wir. Oh, da geht's offenbar nicht durch. Nee, das war ich glaube Rambo. Hab mich wohl falsch entschieden. Frustriert, ich hätte zuhören sollen. Ich hätte nicht auf dich hören sollen. Genau. Dann wären wir noch zusammen. Schlampe. Keiner zwingt dich. Wir müssen überlegen, was zu tun ist. Jetzt rennt der Drecksack weg. Wir schaffen es. Wir finden einen Weg. Ich weiß nicht warum, aber bei solchen Spielen erschrecke ich mich immer nicht. Was ist denn vor uns passiert, als die Alte auf einmal so komisch mutiert ist? Der hat keine Miene verzogen. Ja. Finde einen anderen, erstens nur bleib zusammen. Folgt dem kleinen Mädchen. Brücke von Little Hope, Spielplatz. Hä? Ah ja, Playground stand da drunter. Na, der verzieht keine Miene, weil er sich durch mich sicher fühlt. Wer, ich? Ja, klar. Ja, ich weiß nicht, bei solchen Spielen, das ist immer so überschaubar, was kommt. Leute? Ja? Mhm. Wusstet ihr, dass Frauen deutlich mehr verdienen in der Pornoindustrie als Männer? Das ist einfach nur unglaublich. Und das im Jahr 2023. In der was? In der Pornoindustrie. Das finde ich eine Frechheit. Männer müssen die meiste Leistung kriegen. Frauen müssen nur. Das stimmt ja gar nicht. Na doch. Da drüben! Na gut, so ein Mann muss natürlich auch so ein gewisses Standvermögen mitbringen, ne? Wenn das nicht da ist, dann. Frauen können ganz oft. Geht's dir gut? Naja. Männer ist wie so ein Schlauch, der dann keine Luft mehr drauf hat. Wer bist du? Naja. Was machst bei du hier? Frau war auch schon ein bisschen Lust dabei, ne? Faul. Dann in du sparst da brauchst eh nur. Du sparst da brauchst du eh nur eine Minute. Ist das das Kind, das du vorhin mit Andrew gesehen hast? Sie hat was anderes an. Hey, sag mal. Geh nicht zu nah ran. Jetzt muss ich kurz muten, ich will mal irgendwas dir sagen. Oh, du Scheiße! Alter! Was ist denn das jetzt schon wieder gewesen? Das ist gerade nicht passiert. Ich stehe jetzt. Er soll mich nicht kriegen. Sieh mir ruhig ein bisschen. Wovon redest du? Geht weg, sonst findet er mich. Ich hab gerade eine Fensterscheibe eingeschmissen. Es kann mir keiner erzählen, dass das jetzt so vorauszusehen war, was hier gerade passiert. Ich weiß doch, dass du dort bist. Bitte! Nein, lass mich los! Ich lasse dich los, wenn du versprichst, unser Geheimnis zu bewahren. Deine kindischen Spiele sind lästig. Du wirst mich respektieren und du sagst nichts. Nein! Loslassen, sofort! Los, Strichung. Oh, was ist jetzt los?
Will er mich mit der Fackel jetzt fesseln oder was? Welcher Zauber ist es? Ich bin bis ins Mark erfroren. Ich habe nichts getan. Amy ist die Zauberin. Sie ist im Bunde mit dem Teufel. Amy? Ich sah sie im Wald mit ihren Teufelsdienern. Sie ist in der Polizeiwache. Ich bin unschuldig. Ich erfahre die Wahrheit so oder so. Nee, bei mir ist gerade ein pädophiler Priester und ein kleines Mädel. Danke euch vielmals. Sei still, Kind. Gehört bestimmt ein Vatikan an der Stricher. Dann sind sie auf jeden Fall Katholiken. Weiß jemand, was gerade passiert ist? Das sind sowieso die größten Stricher. Die Kleine beim Pastor. Kappa. Die habe ich mit Andrew gesehen. Nicht Kappa. Wenn es morgen, wieder so heiß ist, gehe ich zur Polizei und lass mich beschatten. Ich verstehe es nicht. Wir müssen weg hier. Weit weg. Richtig. Gehen wir. Weit weg. Oh, bisschen erschrocken. Vielleicht ist da jemand. Vielleicht gibt's Hilfe. Gehen wir hin. Hobbystyle heißt doch, dass man danach ein Leckerli bekommt, oder? Kann ich helfen? Oh na. Oha. Hä? Okay. Los. Ich helf dir. Und die fliegt auf die Fresse jetzt. Stimmt? Los, ich will irgendwann wie Sparta voraus sein. Nee. Du kannst das nur voraussehen. Beim ersten Mal hast du dich bestimmt erschrocken in dem Spiel. Hast bestimmt einen feuchten Furz weggedrückt. Genau. Nee, aber beim anderen ich Spiel. Ich glaube nicht, dass wir so aus der Stadt rauskommen. Muss ich schon sagen. Da ist kein Weg. Das hat's in Oh, da war ein Schreibenschaft. Hinführt. Er ruiniert mir die Schuhe. Kannst du mich mal. Muss irgendwo hinführen. Nee, das war eine ernst gemeinte Frage. Nicht mal ein echter Weg. Eigentlich ja. Das ist gut. TC! Wer ist TC? Scheiße, mein Bildschirm geht nicht mehr an. Scheiße, jetzt geht's ja nicht mehr mit Affen. Das ist schon was bedeuten kann, ist dann Stream Deck. Das jetzt geht's wieder. Jonah, hast du irgendwas gemacht? Oh. Nö. Was ist denn das da? Dass der Bildschirm ich kann telefonieren. Hilfe, ich kann telefonieren. Hallo. Ich bin eine Prinzessin. Hier drin, schau mal. Wie ein Affe. Ich bin eine Prinzessin. Mit dem Vokabular einer schlecht gelaunten Straßennutte. So. Ich würde das ja durchlesen hier, aber. Bin mir nicht sicher, ob ihr das hören wollt. Lass uns woanders lang. Ja, super, ich glaube, ich kenne das Problem. Es hat kein Kabel. Geil. Und jetzt hilf mir hoch. Jahres. Ich will auf die Treppe. Oh! Oh, naja. Telefon. Ist auch zu schwer mit seinem fetten Ort? Nee. Wie, da ist das Bufrost dran. Bufrost ist gefährlich. Du willst da rein? Das sind richtige Drecksäcke. Wenn er Max sein Video fertig hat, dann erzähl ich mal was vom Bofrost. Weißt du was Besseres? Umgebracht. Ja. Geh nicht in das Bofrost? Dunkle, Bofrost? Gruselige Haus nach dem, was passiert ist. Das ist, wenn der Po friert. Sei doch nicht so ein Angsthase. Oh, scheiße. Ich komm gleich. Ich muss dir sechs beibringen, wenn du ja gar nicht kommen willst. Ah, jetzt guckt er ins Loch. Braucht dein Handy. Wofür? Licht. Ist dunkel da. Bitte beeil dich. Wer ist denn da am Telefon? Wirf's her. Wie schön. Ist nicht, die wirft mir das Handy entgegen. Huh? Telefonierst du da so? Nee, ne? Nö. Ich habe ein Handy mit Licht gekriegt, damit ich jetzt hier ein bisschen rumleuchten kann. Und jetzt kriege ich gerade in irgendeinen. Bin drin. Alles Loch gut? Ein. Glaub schon. Untersuchen. Bekanntmachung der Schließung. Tritt in Kraft 28. Juni 1975. Wir möchten Sie informieren, dass das Geschäft am Samstag den 28. Juni schließt. Oh. Ja, da sehen wir uns gezwungen, unsere Verkäufer aufgrund der seit der Schließung der Fabrik immer schlechter werdenden Konjunktur einzustellen. Whiteman Mart möchte. Oh, Sie jedoch bei einem Kunden für die Unterstützung für danken, bla bla bla.
aussortiert, aber gut. Was nicht wisch ist. Nur Billo, scheiße. Was leuchtet nur da oben in der Ecke? Ach ne, eine Glühbirne. Ein Stern mal. Meine Taschenlampe brennt. Denn hier los? Ich bin jetzt Hallo? Wieder anders wild. Ist da jemand? Ne, wenn ich Crypto-Rich bin, spart da irgendwann, da habe ich schon viele Projekte für uns in Planung. Weil dann bin ich ja auch selbstständiger Streamer. Scheiße, verkackt. Ich dachte, du glaubst an das Projekt. Was mache ich? Ich dachte, du glaubst an das Projekt und nie einen Ben. Ja, natürlich glaube ich an das Projekt. Und darfst du nie Ben sagen. Echt? Mhm. Sagt man das so? Also sagt man das nie so? Mhm. Taylor, die Tür geht nicht auf! Alter, neben mir steht da jemand, oder? Nee. Ey, mir war gerade richtig komisch schon wieder geworden. In die ganze Reihe können wir gar nicht spielen, Sparta. Hallo? Wer ist da? Redest du nicht mehr mit mir? Ich bin mitten im Video. Hier ist. Okay. Sorry, dann halt's mal. Meine Frau verbrannt werden. Ja. Oh, bei mir hat was geklopft. Dieses Fenster ist versperrt. Wie kommst du überhaupt hierher? Außen herum. Durch den Zaun. Also bin ich umsonst hier reingeklettert. Das Loch im Zaun war ziemlich klein. Zu klein für dich. Wie ist es da drin? Alter. Ist gruselig hier drin. Voll mit altem, nutzlosem Kram. Geh nach vorn. Wir treffen uns da. Beeilst du dich mal? Wir wollen irgendwann hier weg. Geht klar. Sag mal, seid ihr an Salem unterwegs oder war da besser gesagt? Was, Salem? Moment, in bin Salem. Gleich da. Ganz ruhig, ja, ich komme ja. Salem hat da im letzten Dingsteil, ja, in Muskelschottern. In der schönen, da geht's um Hexenverbrennung. Was machst du denn da? Ja, ich war gerade bitte aus dem Hirn. Bist du besessen? Halt's mal. Drück bereit, Sparta. Florian, danke schön. Das freut mich aber. Hä? Ja, es läuft. Wieso? Hört man mich? Nö, okay. Warst du gerade draußen durch? Ich hab dich auch nicht. Angela! Was? Zum. Die Tür ist versperrt. Also, ja, Sparta geht es gerade um so ein sensibles Sprech. Thema wie Hexenverbrennung und der sitzt da einfach oberkörperfrei im Stream da. Beruhige dich, Weib. Wer kommt dich holen? Es gibt Gerede. Bezichtigungen. Bezichtigung, welcher? Die verarschen. Es heißt, diese ich sei mit dem Teufel Frau, im Bunde. Ich sei der Hexerei schuldig. Alter, bloß unsinniges Gewäsch. Wer spricht solches? Ich kann es nicht sagen. Warte, Amex, hört dich jetzt nicht. Wir sind jetzt ganz allein. Stellen. Bleibt, wo ihr seid. Schön. Aber was ist hier los? Nee, der Wieso bin ich nur hier? Deine Stimme und wo gefallen. Zur Hölle ist hier? Ja, still. Weil ich hier jetzt Miete bin. Wisst ihr von den Gerüchten über mein Vibe, Amy? Zögerlich Gerüchte? Ich kenne sie nicht. Verwirrt. Was? Ja, ich bin verwirrt. Ich kenne sie nicht. Irgendein Alter hat mich gerade angefasst. Ich bin erschrocken. Öffnet die Tür, Joseph. Sofort. Etwas klärt euch. Controller was? Geworfen. Ihr wirkt fremd, selbst eure Gewänder. Sicher. Öffnet euch, der geht euch schlecht. Stellt euch nicht gegen uns. Was können wir tun? Hä? Ich kläre das. Du hast mein Wort. Lass sie nicht herein. Ist nicht gruselig, aber erschreckend tut man sich trotzdem. Marshall.
Ich habe ein rechtsgültiges Dekret für Amys Verhaftung. Ja, wenn man davor sitzt, vielleicht nicht. Mein Aber Weib wenn man live nichts drin ist, dann schon. Eine Zeugin hörte sie in Zungen reden. Wer ist diese Zeugin? Mary. Das Wort eines Kindes verdammt mein Weib. Begebt euch in die Hände des Marshalls zu eurem Wohl. Dann gehe ich mit ihr. Ich lasse sie nicht allein. Solches Tun wird eurer Gemahlin nicht helfen. Vertraut dem Recht. Fürchte nichts. Ich werde diese Sache klären. I'm a Parkside fanboy. I'm out in me. Wo zur Hölle warst du? 8 oder 4 Amperestunden. 8 ist definitiv besser. Was kostet 8 gerade zurzeit? Du hast noch was gesehen, oder? Die gibt's 2 für 139. Nee, die sind im Angebot, gibt's die mal günstiger. Also hole ich jetzt einen einfachen 4er. Ja. Ja, nein, für 48 Euro. Das war anders. Was kostet ein einzelner? Sie konnten mich sehen und hören. Glaube ich zumindest. 78. Sie waren total verschreckt. Hast du noch was gesehen? Der Pastor. Der vom Spielplatz. Ich weiß nicht, hat nicht viel Sinn gemacht. Bitte was? Nein. Es war, als würde er glauben, der Teufel selbst sei hier in Littlehall. Mit den 2 Achtern sparen. Ist das krass. Den Eindruck hatte ich auch bei meinem Pendant. Aber die gibt's im Angebot. Kriegst du die nochmal Sie haben alle Angst vor dem Teufel. Wo sind wir hier bloß reingeraten? Wir haben's verbockt. Anstatt diesen beschissenen Ort zu verlassen, sind wir wieder mitten in der Stadt gelandet. Hey, was ist das? Das müsste die einzige Polizeiwache sein. Der Professor wollte in die Stadt. Vielleicht ist er da drin. Wenn wir die anderen suchen, müssen wir in die Stadt. Einverstanden? Ja, ist schon klar. Lea, ist besser, wir bleiben zusammen. Team. Der Papa hätte gerne den Kaffee oder ist den vielleicht Energy. Der einzige Ausweg. Komm, gehen wir. Oder ein Blödschopp, aber nicht von dir. Dama! Jetzt hat er sich nochmal gerettet. Oh, wir bollerten da an der Tür. Hey, Professor! Ich habe ja gesagt, ein Blödschopp, aber nicht von dir. Das heißt. Ach, du bist das? Bollerst du an der Tür? Ne, ja. Ja. Na, die Alte ist das, die hier rumpollert. Ich hab gesagt, wir sollten zu den anderen gehen. Wir sind hier! Wir kriegen die Tür nicht auf! Geht doch mal rein! Wir auch nicht! Ist abgeschlossen! Versuchen wir es mit Gewalt! In 3, 2, 1... Noch ein Versuch. Gebt alles, was ihr habt. Taylor. Guck ihn dir an, da. Henry Maske. Wie habt ihr was Hilfreiches gefunden? Nee, da gab's nichts zu holen. Nur ein Haufen Müll. Geht's dir gut? Sicher. Warum so besorgt? Was Weil ist mit dir? Gebrannt hast. Wir haben einen Hexenprozess gegen Angelas Pendant gesehen. Und ihre Verurteilung. Okay. Na gut, und jetzt? Nirgends, wo wir gesucht haben, gab es Hilfe für uns. Nur genug Horrorscheiß, um uns in die Klapse zu bringen. Vergessen wir, was bisher passiert ist. Die beste Chance auf Hilfe ist in der Stadt. Ernsthaft? Vergessen, was passiert ist? Am Stadtrand geht's schon nicht mit rechten Ding zu und du willst mit uns ins Zentrum dieser beschissenen Geisterstadt? Alter. Nur ein Vorschlag, aber vielleicht sollten wir erstmal rausfinden, was zur Hölle hier abgeht. Wir müssen wissen, was der Frau jetzt droht. Was jetzt mit ihr geschieht. Gute Idee.
Hast du dieselbe Geschichte gesehen mit der Frau, die angeklagt ist und so? Nein. Ich hatte was die mit Wege kennen kind. Wir schon. Und einen pädophilen Priester. Vielleicht finden wir Antworten da, ja, wo wir noch gesehen. Nicht waren. Und was, haben, was war da? Exekutionszeit. Haben die irgendwas besprochen oder was? Na, nicht viel. Was also, haben die besprochen? Also, dass die sagt, die Andy, die Angela, wie auch immer, dass die das ist, die Zauberkräfte besitzt. Ich bin irgendwie mit ihr verbunden. Jetzt sagt die Alte okay. zu mir. Wenn sie stirbt. Mit der Brille. Was passiert dann mit mir? Beruhigen, diese Frau ist nicht zu verwirrt. Ich habe keine Antwort. Ich habe keine verdammte Ahnung, was hier abgeht. Angela. Aber ich weiß, diese Frau ist Danke, nicht du. Danke, ja, in mir steckt wirklich ein Krieger. Ich spüre ihn, aber er kommt manchmal nicht raus. Meine Ihr steckt gleich einen Haufen Scheiße. Also ich werde den morgigen Tag auf der Arbeit definitiv damit verbringen, darüber nachzudenken, wie man Sparta versus Air Max gestalten könnte. Ja, und auf jeden Fall am Start. Ist jemand hier, ist hier irgendwo ein kreativer Künstler unter uns, der Bock hat, schon mal so ein Bild zu erstellen für Werbung? So, warte, ich würde sagen, wir machen an dem Schluss, an dem. Jetzt geht's mir los. Du hast mich angesteckt mit deiner scheiß behinderten Sprache. So. Ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Video. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Air Max und Sparta in Dark Pictures, Little Cock mit dem guten DJ Johnson als Moderator. Solche Striche, ey. Haltet eure Cocks steif. Ich muss los. Es liegt am Bademantel. Eiersalat ist Salat mit Eiern. Das war's Wort zum Sonntag. Wenn ihr das Video Montag seht, dann das Video zum Montag und so weiter. Fickt euch alle. Ich liebe euch und denkt immer dran, bleibt. Anna! So, nächstes Video ohne Bademantel. Sondern nur im Tanga. Lasst euch überraschen.